Horus war natürlich sauer und meinte, er hätte jetzt genug getan. Die anderen sollten jetzt bitte die Sache zu Ende führen. Shiyu, den die Aussicht auf die Siegesfeier, inklusive einiger gebratener Ochsen, kräftig anspornte, legte auch sofort los. Jupiter allerdings, der immer noch beleidigt war, dass er keine Sintflut hatte auslösen dürfen, war der Meinung, dass auch er bereits genug getan hatte. Mit einem mächtigen Schneesturm schnitt er seine Römer von der Außenwelt ab und zuckte nur mit den Schultern, als Shiyu ihn um Hilfe bat. Shiyu, meinte Jupiter, würde auf Tauwetter warten müssen. Man kann Shiyu nur schwer unterschätzen. Aber Jupiter schaffte auch das. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zur, ich glaube, letzten Mission. Eingeschneit, Siegbedingungen, befreien Sie Ihre römischen Verbündeten und besiegen Sie die Amazonen. Niederlage, Ihre Siedlung oder die der Römer wurde komplett zerstört. Situation. Die Römer glauben fein raus zu sein und Horus ist im Vorruhestand. Aber wenn die glauben, dass wir hier alleine den Dreck wegmachen, haben sie sich getäuscht. Zumindest die Römer werden demnächst kräftig Tauwetter kriegen. Tipps und Tricks, passen Sie den richtigen Zeitpunkt ab, an dem Sie die verbündeten Römer freischmelzen, denn nur gemeinsam kann hier der Sieg errungen werden. Niederlage, Sie sollten sich gut vorbereiten, denn die Amazonen sind stark. Huch, habe ich jetzt auch zurückgeklickt? Okay, das war jetzt natürlich sehr pfiffig von mir. Dann Horus war natürlich legen wir einfach los. So. So, wir sind diesmal der Asiat. Ich frage mich nur gerade, warum wir hier den Sieg nicht alleine erringen könnten. Was haben wir alles? Eins von jedem, das ist gut. Wir bräuchten aber mehr. Wo ist denn? Hier ist unser Holzkreislauf. Holzfäller, Förster, yes. Machen wir hier erstmal einen weiteren Holzfäller hin. Du kommst weg. Ich würde sagen, wir behalten den großen Turm. So, als erstes kümmern wir uns direkt um einen weiteren Holzkreislauf und ich würde einfach mal sagen, wir machen den auch an der gleichen Stelle. Und dann noch ein Sägewerk hin. So, hier erstmal die Hütte voll, ganz wichtig. So, ein zweiter Steinbruch sollte grundsätzlich schon sein. Aber wie gesagt, wir kümmern uns erstmal hier rum. Einen zweiten Holzkreislauf, bald wird es auch einen dritten geben. Wir sehen, die Grenzen sind hier dicht an dicht. Wie gesagt, ich frage mich, warum wir es nicht ohne ihn machen können. Ich sehe, dass er Gold hat. Haben wir das nicht auch? Ach, guck mal, wir haben ja sogar einen hier, der direkt buddeln kann. Träumchen, dann buddel mal los. Und ferner hole ich mir ein paar Pioniere, damit ich hier die Getreidefarm auch vernünftig arbeiten kann. Dazu kommt daneben direkt noch einer. Ja, bitte. Ach, guck, Gold haben wir schon. Das fängt doch schon mal gut an. Können wir das unsere Diebe ein bisschen erkunden? Damit wir wissen, was Phase ist. Und ich hole mir einen weiteren Geologen, der sich mal diesen Berg anschaut. Und wir gucken dann mal, wo wir was im Boden finden. Ich glaube, ich werde dann was machen, was ich sonst tatsächlich sehr selten mache. Ich werde mal ein kleines Wohnhaus bauen. Damit wir auch einfach ressourcentechnisch mit allem hinterherkommen. Und vor allem auch hier unsere Lieferketten nicht zusammenbrechen. Sehr gut. Kohle haben wir auch. Das ist schon mal super. Wenn wir jetzt so Eisen haben, bin ich fast glücklich. Ach, wieso fast? Nee, dann bin ich einfach mal glücklich. So. Will ich ein mittleres lernen? Großes ist halt einfach zu teuer, finde ich. Ich überlege gerade, ich glaube, den Steinbruch werde ich pausieren. Hier oben.
Weil ich sehe gerade, dass wir nur eine Spitzhacke haben. Und wir keinen weiteren Steinmetz haben. Ich habe auch nur einen Bergleut hier. Finde ich das ein bisschen zu riskant. So, wir legen schon mal hier die Kreise entsprechend auf die Förster. So, ich schaue gerade mal, ob wir hier unten einen Weg haben. Ne, warte mal. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher auf der Übersichtskarte zu Missionsbeginn, also beim Einleitungstext, ob wir unten auch noch eine Landbrücke haben oder ob das nur hier oben den Weg geht. Ich glaube, unten dürfte wahrscheinlich auch noch eine sein. So, fast alles fertig. Finde ich gut. Wisst ihr was? Ich mache doch ein großes Wohnhaus. Weil wir haben hier noch 8 plus 6 sind 14, 16 Holzbretter rumliegen. Und das zweite Sägewerk steht auch schon. Wir machen ein großes. So. Du guck mal ein paar Meter weiter rechts. Ob wir da noch was anderes vorfinden. Und du auch, bitte. Schwefel, okay. Dann schauen wir doch mal. So, hier fehlt auch nur noch ein Brett. Sehr schön. Das sieht irgendwie so aus, als gäbe es hier doch noch eine Landanbindung. Lieber halt die Frage, über welche Route wir gehen, weil ich glaube, wir könnten das Problem kriegen, dass wir... Ach, hier ist schon mal Sumpf. Das ist gut zu wissen. Dann sollten wir in diese Richtung expandieren. Wahrscheinlich ist das sogar der nächste Sumpf, kann ich mir vorstellen. Wird sich zeigen. So, guck mal an der Ecke, ob hier wirklich nur Schwefel im Berg ist oder noch irgendwas anderes. Ich hoffe, der verbaut sich hier nicht. Manchmal neigen da ja Computer-KIs zu bei Siedler. Es ist tatsächlich schon zum Vorteil geraten im Spiel im Laufe der Kampagne, aber hier möchte ich das natürlich nicht haben bei unseren Verbündeten. Der Gegner, der darf sich gerne verbauen, wenn er darauf Bock hat. Das ist mir egal, aber nicht unser Homeboy. So, die Zeit möchte ich mal einblenden. Ich möchte schließlich wissen, wie lange ich hier brauche. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil drei Gegner, also wir hatten ja drei Amazon, drei Buchstaben auf der Karte. Das heißt, wir dürften, glaube ich, drei Gegner haben. Das wird sportlich. So. Wir sehen hier schon die ersten Engpässe. Deswegen, ich werde mal kurz eure Arbeit hier stoppen. Ihr habt nämlich Wichtigeres zu tun. Nämlich Sachen von A nach B zu schleppen. Da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen ungeduldig. Oh, sehr gut, der zweite Bauer legt schon los. So, hier liegen schon sehr viele Baumstämme, die am besten weiterverarbeitet werden müssten, aber es geht noch nicht.
So, sehr gut, dass sie sich jetzt... Ja, wobei, das Brett kam jetzt, glaube ich, zu früh, ja. Ich hatte nämlich gehofft, dass die sich schon mal einen Stein krallen, damit der letzte Stein dahin gebracht wird. Ja, guck mal, haben wir doch ein bisschen Kohle im Berg. Okay, hier ist sehr viel Sumpf. Ist ja tendenziell erstmal nicht schlecht. So, die letzten zwei Bretter aus unserem Startbestand werden verbaut. Und das sieht aus, als wäre ich tatsächlich... Ja, wobei... Ich wollte sagen, es sieht aus, als wäre eine Sackgasse, aber noch ist die Insel nicht zu Ende. Aber es, ich glaube, es läuft darauf hinaus. Ja, das riecht nach Sackgasse. Das finde ich schön. Also, ich gehe davon aus, dass das hier das einzige Sumpfgebiet in der Nähe ist. Gehen wir direkt in die andere Richtung weiter. Ja, bitte? Da wäre ein guter Standort für eine Kohlemine, du, da stimme ich dir sogar zu, liebes Spiel. Deswegen kommt auch genau eine hin. Schwing! So, ein Brett muss noch geliefert werden und dann kommt das, glaube ich, auch schon. Sehr gut, dann ist das Haus hier gleich fertig. Und dann war es das auch mit dem Personalengpass. Vorerst, wohlgemerkt. Wasserwerk hin. Hier dann eine dabei. Ich will mir noch ein bisschen Platz um den Turm lassen. Wir machen die Mühle hier hin. Und da die zweite Bäckerei. So, das letzte Brett wird verbaut. Also schwingt die Hämmer, ihr Lieben. So. Und schon haben wir viel mehr Personal. So, dass wir jetzt direkt mal diesen Berg hier krallen können. Wir werden neue Geologen ins Leben rufen, die dann direkt gucken, was es da so gibt. Bei Gelegenheit nach Fischen Ausschau halten. Ich guck mal, dass ich jetzt in alle Richtungen geografisch gesehen expandiere. Auch hier in diesem Berg sollten wir uns auch natürlich holen. So, wir könnten... Na, ich warte erstmal, bis ich irgendwo Eisen finde, bevor ich jetzt die nächste Kohlemine plane. Ach, sehr gut. Hier unten haben wir Eisen. Wunderbar. Das wollte ich sehen. Nicht, dass wir schon Waffen hätten, aber ich stelle mal, bevor ich es vergesse, die Autorekrutierung aus. Schwefel gibt es auch. Sehr schön. Also Schwefel ist mir ehrlicherweise erstmal egal. Könnte vielleicht nochmal interessant werden, aber das ist noch nicht absehbar. Wir holen uns noch mehr. Okay, viel Eisen scheint hier noch nicht zu sein. Oder wir müssen einfach noch ein bisschen weiter buddeln. Das kann natürlich auch sein.
bisschen Eisen haben wir doch, sehr gut.